heute noch kommt. Herr Kollege, aber es geht erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Lötzsch. Aber noch eine Bewerbungsrede. Die Frage war zunächst, ob Sie die Rede und die Frage erlauben, eine Zwischenbemerkung. Wenn es eine Frage an mich und nicht an Olaf Scholz ist, gerne. Ja, Herr Präsident, unsere Geschäftsordnung sieht ja auch Zwischenbemerkungen vor. In meinem Fall ist das eher eine Danksagung. Der Kollege Dobrindt hat ja ein Video produziert, in dem er meint, vor Rot-Rot-Grün zu warnen. Und mich lässt er dort auch auftreten, und zwar direkt nach Arnold Schwarzenegger. Und zwar mit den Worten schwarze Null als Fetisch. Nun hatten Sie augenscheinlich wahrscheinlich die Idee, dass die Bürgerinnen und Bürger entsetzt sind. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe viel Fanpost bekommen. Erstens, schwarze Null als Fetisch, richtig, die Bürger haben mir zugestimmt. Zweitens haben sie gesagt, endlich mal eine Frau mit einer ordentlichen roten Lederjacke. Und drittens, kann man die Linke auch in Bayern wählen. Das kann ich bestätigen. Ich bedanke mich für diese Werbung, für meine Partei und mich und verzichte ausdrücklich auf ein Honorar. Vielen Dank. Herr Kollege Dummer, Sie können ohne Anrechnung auf die Redezeit darauf antworten. Liebe Kollegin, vielen Dank auch für diesen Werbeblock. Das Video Richtungsentscheidung kann man sehen auf csu.de. Herzlichen Dank dafür. Applaus